Ladies and gentlemen, blockchain is there to revolutionize everything. You know what internet did for information, the blockchain might do for all transactions, for everything we did on the web so far. A new level of transparency is possible through blockchain, you all know that. But where is it going? What's the state of the industry? Where are we right now? You know, we'd like to discuss that. And we have a great panel, ladies and gentlemen, a really great panel. And I'm counting on you because this is experience, Saul. If I'm announcing the names, you have to give them something. Because people are great. Everybody who's on this stage is a rock star. So please treat them as rock stars. Can I count on you? Good. Ladies and gentlemen, please welcome Hendrik. Hey, he's the CEO of Welt der Wunder. Come on. But ladies and gentlemen, there's more to come. Please welcome Karin, Libowitzki, CEO of Vizeum. Thank you, ladies and gentlemen. Please welcome Tina Beuchler, Director of Digital Media of Nestlé. And ladies and gentlemen, please welcome Christof, Global Head of Media of Sanofi. And ladies and gentlemen, please welcome the host of this panel, the one and only, the man with his 200 pounds of pure muscle, Benjamin, it's Thomas Müller. Thank you very much. Obwohl der gute Kollege unser Panel auf Englisch angekündigt hat, wir machen diese Veranstaltung auf Deutsch. Mein Name ist Thomas Müller, Geschäftsführer bei Fjord, das Accenture Interactive Design und Innovationsagentur. Wir sind in der wunderschönen Position mit 28 Studios in der ganzen Welt, 1000 Designer und Strategen seit 10 Jahren eine Trendstudie zu publizieren. Dieses Jahr war hochinteressant, weil die Thematik der Transparenz und des radikalen Vertrauensabsturzes und Vertrauensverlust in Institutionen und in Marken in der ganzen Welt wirklich besorgniserregend ist. In dieser Thematik kann man natürlich nicht um die schöne, gute Blockchain herumkommen. Aufgrund dessen bin ich sehr begeistert, euch diese tolle Runde von Spezialisten zu dem Thema vorzustellen. Im Vorfeld haben wir uns auf 4 Ansatzpunkte geeinigt, um wirklich schnell in die Thematik einzusteigen. Zum Ersten, wie steht es denn eigentlich mit dem Vertrauen und mit der Transparenz? Zum Zweiten, was ist der Stand der Dinge? Distanz oder Begeisterung zur Blockchain? Wer arbeitet in den unterschiedlichen Bereichen an Piloten und was können wir davon lernen? Ich würde gerne mit der Tina anfangen. Tina, wie gesagt, ist bei Nestlé. Ihre Rolle bei Nestlé ist Digital- und Mediadirektor für Transformation. Und zusätzlicherweise ist sie auch, wie sie sich selbst bezeichnet, eine Kämpferin bei der OWM. Tina, wie siehst du die Lage des Vertrauens und der Transparenz? Ja, Thomas, du hast uns ja jetzt hier so 3 Fragen vorgelegt. Ich gehe mal so ein bisschen hier so ein bisschen raus. Und ich hatte mir so im Beginn überlegt, wie führe ich mit dem Thema so ein? Und da fällt mir immer so das Bild ein, was wir jetzt auch benutzt haben für die DMEXCO insgesamt. Auf der einen Seite haben wir das Gefühl von der OWM-Seite, dass der Markt immer noch sehr wenig sich, sagen wir mal, mit Spielregeln und mit auch Sicherheit bewegt. Da nehmen wir gerne das Bild vom Wilden Westen. Ja, ich hatte schon überlegt, ob ich mir jetzt hier noch einen Colt und einen Stern und so mitbringe, weil ich glaube, die Rolle der OWM an der Stelle ist schon dafür, auch immer zu plädieren, dass mehr Transparenz, Viewability, Brand Safety und die ganzen Themen in dem Markt stattfinden, dass dafür gekämpft wird und dass da auch Lösungen gefunden werden.
Ja. So, und auf der anderen Seite bei Nestlé, wir sind natürlich ein großer Konzern mit sehr vielen Brands, ja, von Nespresso bis Maggi. Hier experimentieren wir bereits mit Blockchain, und zwar insbesondere in der Supply Chain, also in der Nachverfolgbarkeit von Rohstoffen und meinetwegen Kaffee oder im Babynahrungsbereich von Gemüse, ja, bis zu unseren Produkten. Also wir machen dort Erfahrung, aber im Marketingbereich oder Mediabereich haben wir das noch nicht. Mhm. Ja. Jetzt zur Vertrauensfrage. Mir liegt jetzt keine aktuelle Studie vor, aber ich muss kurz so ein bisschen hier zur Mediaagentur mal rüberblicken von der OWM. Da machen wir immer eine Umfrage, und da wurde letztes Jahr auch gefragt, wie groß ist das Vertrauen in die Mediaagenturen? Und die Mediaagenturen sind schon für uns der Hauptpartner in dem Mediageschäft. Und die wurde beantwortet, 57% haben Vertrauen in ihre Mediaagentur. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, dann sind ja über 40%, die der Mediaagentur nicht vollumfänglich vertrauen. Ja? Und da ist, glaube ich, auch diese große Hoffnung bei uns Werbetreibenden, dass die Blockchain uns Lösungen vielleicht bietet oder Teile der Lösung, um in dieser für uns nicht ganz sicheren, nicht ganz vertrauensvollen und auch nicht ganz abbildbaren Umgebung besser zu agieren zu können. Hm. Ja, das würde ich vielleicht mal so. Gutes Eröffnungsstatement und wunderbar den Ball zu der Karin gespielt. Karin, als CEO bei Vizeum, die du auch als die kleine Schwester der Karat bezeichnet hast, wie seht ihr das? Ja, also in jedem Fall ist Vertrauen sozusagen in dieser sehr, sehr stark digitalisierten und sehr, sehr stark transformierenden Welt substanziell und wichtiger als vielleicht noch vor 10 Jahren, einfach auch aufgrund der Komplexität, die das Geschäft mit sich bringt. Wir spüren sehr, sehr oft, dass Kunden auch verunsichert sind, gerade werbetreibende Kunden verunsichert sind, nicht nur dahingehend, ob der einzelne Media-Euro wirklich mit der maximalen Effektivität, Effizienz etc. pp. Platziert wurde, sondern eben auch, ob eben ethische Maßgaben eingehalten werden und auch legale Vorschriften eingehalten werden, weil einfach gerade über die programmatische Auslieferung extrem viel Blackbox in das Spiel hinzuaddiert wurde. Und unsere Aufgabe ist es eben genau dieses Vertrauen A zu sichern, B die Qualität sicherzustellen, C eben entsprechend auch gemeinsam mit den anderen Playern im Markt an Konventionen zu arbeiten, die eben ermöglichen ein gemeinsames Verständnis, gemeinsame Metriken, gemeinsame Nomenklaturen und gemeinsame Logiken zu haben, dass wir eben wissen, eine Viability mit 65.1 errechnet sich genau nach dieser Formel und eben nicht nach Formel A, B oder C, was übrigens auch dann in Audit-Kontexten dann irgendwann sehr kompliziert wird, aber das Thema jetzt auch mal außen vor. Und ansonsten ist es mit dem Vertrauen ja tatsächlich so, und wir haben es in der Automotive-Industrie erst jüngst erlebt, da gibt es jahrzehntelanges, sehr, sehr solides, scheinbar nicht erschütterbares Vertrauen, und wenn es dann ein Mishap gibt, dann ist das Vertrauen erstmal zerstört und muss erst wieder neu aufgebaut werden, und unsere Aufgabe als Agentur ist es eben genau solche Fälle zu vermeiden und eben hier zum einen maximale Transparenz zu gewährleisten, maximale Qualität sicherzustellen und eben aber auch in den Dialog zu gehen und uns eben auch genau dieser Zahl zu stellen. Ne? Also 60 versus 40 ist ein Wort. Jetzt kann man sagen, gut, von den 40 sind vielleicht 5 sind die Grundskeptiker, zu denen würde ich mich grundsätzlich auch immer zählen. Aber trotzdem gibt es dann noch eine gute Bandbreite von 25%, wo wir, glaube ich, schon mit entsprechender Kommunikation und Nahbarkeit und Offenheit entsprechend diese Zahl reduzieren könnten. Mhm. Innerhalb Vizeum Begeisterung, Skepsis mit Blockchain Piloten laufen zu lassen, Kunden kommen auf euch zu und erwarten es von euch? Innerhalb der Vizeum grundsätzlich großes Interesse, weil jede neue Regung und jede neue Evolution ja auch immer vielversprechend ist. Ich glaube, was das Thema Blockchain allgemein betrifft, ist es jetzt gemäß des Hype-Cycles so ein bisschen in dem Tal der Desillusionierung, weil wir jetzt auf all die Hürden gestoßen sind von fehlender Transaktionsgeschwindigkeit für das digitale Geschäft, eben auch zum Teil fehlende Konventionen, fehlende Einigkeit als Basis, im Sinn von, da gibt es viele Hausaufgaben. Natürlich pilotieren auch wir in unserem Haus zum einen in den Bereichen wirklich direkte Transaktionen,
Projekte zum Thema Blockchain, aber zum anderen eben auch in dem Bereich, gerade was User-Identifikation und sozusagen Trust-Themen betrifft. Das sind so Themen, die uns natürlich auch reiten und reizen. Okay. Christof, du bist auf der anderen Seite des Spielfeldes, Global Media Head für Sanofi Consumer Healthcare und fast 30 oder 30 Jahre davor im Agenturgeschäft, im Agenturmediengeschäft. Du bist auf beiden Seiten gewesen. Wie siehst du den Stand der Dinge, wo wir sind und wo muss sich was ändern? Also ich möchte nicht exakt das wiederholen, was schon die Tina sagte, weil irgendwo haben wir doch die gleichen Meinungen, aber die hatte ich schon damals, als ich auf Agenturseite gearbeitet habe. Vertrauen in dieses digitale Ökosystem oder das, was dort geliefert wird an Leistung, ist, also man sieht es an den Kosten, die man heute bezahlt, um das ganze Thema Verification abzubilden. Das ist ja nichts anderes, als man möchte irgendwie diese Unsicherheit überwinden mit Wissen. Und Unsicherheit bedeutet ja auch nicht wirkliches Vertrauen und dafür muss ich bezahlen, um diese Sicherheit herzustellen. So, wenn man sich da anschaut, wie dort die Kosten in den letzten Jahren gestiegen sind, muss man sagen, Vertrauen ist nicht wirklich da. Ja? Was aber auch mit der Komplexität von den Systemen zu tun hat. Und ich glaube, es muss zwingend und relativ schnell etwas passieren, weil es ist auch nicht mehr finanzierbar, was dort passiert. Ja? Weil es sind ja letztendlich tote Kosten. Es sind ja Investitionen, die überhaupt keinen Return bringen, sondern einfach nur, dass man weiß, okay, ich habe nun mein Inventar in der Zielgruppe ausgeliefert oder nicht. Ja? Und Thema Vertrauen, wenn mir jemand sagt, naja, du kaufst deine Kontakte, Tage in dieser und jener Zielgruppe und dann stellt man nachher fest, naja, voll daneben geschossen, würde ich sagen, also das ist auch wieder mal gegen, das stützt sich zwingend das Vertrauen. Und ich sage, das sind alles so Ansatzpunkte, wo diese gesamte digitale Ökonomie einfach mehr Transparenz braucht, um ja, diese nicht sichtbaren, diese riesen Kostenblöcke, die da entstehen, einfach nur zu argumentieren, ja, es ist richtig, was wir machen, das zu rationalisieren. Und das ist kompletter Quatsch, das ist Schwachsinn. Mhm. Ja? Die zweite Frage, wo stehen wir in der Blockchain? Also werblich muss ich auch sagen, machen wir aktuell überhaupt noch nichts in dem Bereich. Das sind hochinteressante Cases. Unsere Agenturgruppe experimentiert auch in diesem Bereich und ich denke auch, für eine Agentur ist es absolut zwingend, dort reinzuspringen in das Thema, weil sie haben ja auch ein riesiges finanzielles Risiko. Sie haften ja für bestimmte Dinge und wenn sie, ich sag mal, Müll liefern, dann haben sie im Zweifel dafür gerade zu stehen nachher. Weil wer bezahlt dann dafür? Und deswegen muss eigentlich eine Agentur ein originäres Interesse haben, einfach mehr Transparenz in diesem ganzen Ökosystem zu realisieren. Das finde ich auch, das ist ein richtig guter Punkt, wo eine Agentur, also Mediaagentur meine ich jetzt auch, sich auf der kundenindividuellen Basis eine Struktur aufbauen könnte, ja, wenn sie investieren würde, die sie auch unterscheiden könnte von anderen Agenturen. Wenn sie zum Beispiel schneller oder besser oder transparenter oder auch besser auf den jeweiligen Nutzer ausgerichtet, ja, durch die Blockchain Vorteile erarbeiten könnte. Das ist für lebensnotwendig. Ja, ja. Genau, genau. Lass mich den Hendrik in das Gespräch auch noch mit reinbringen. CEO Welt der Wunder. Reporter, Autor, Regisseur, seit 22 Jahren dein Baby, das du nicht in Ruhe lässt, ist die Welt der Wunder. Du bist da an einigen Dingen am Basteln mit Blockchain. Ja, also wir haben den Status, dass wir denken mal drüber nach, schon vor langer Zeit überwunden und hatten das Glück, dass uns die Technologie natürlich sehr früh aufgefallen ist. Welt der Wunder ist sehr eng an Entwicklungen und greift immer gerne Themen auf, wenn sie für uns sinnvoll ist. Und so haben wir schon vor 4 Jahren angefangen, eigentlich einen Case zu bauen. Vor 2 Jahren kam dann der Einsatz der Blockchain-Technologie dazu. Vereinfacht gesagt haben wir gesagt, es muss für den internationalen Content-Handel einen schönen virtuellen Marktplatz geben. Das haben wir mit dem Schweizer Fernsehen zusammen aufgebaut. Das ist so die Technologie dahinter.
Blockchain-Technologie hilft uns bei der ganzen Lizenzabwicklung. Legal-Geschichten sind sehr, sehr schmerzhafte und kostenintensive Dinge in unserer Handelswelt. Dann haben wir noch gesagt, Rechtekette, der Schutz geistigen Eigentums ist auch ein ganz hervorragender Use Case für Blockchain. Das haben wir als Service mit in die Plattform integriert und sind damit jetzt auf dem Weltmarkt und freuen uns, dass aus aller Herren Länder wirklich Produzenten diesen Marktplatz benutzen wollen, Sender auf diesem Marktplatz kaufen wollen, weil sie eben sehen, dass die Technologie ihnen unglaublich viel Zeit und unglaublich viel Geld spart. Und ich denke, das ist wichtig. Dürfen wir nicht den Fehler machen, der Blockchain-Technologie so viel Zeit zu geben wie der Entwicklung des Internets. Das hat ganz schön lange gedauert, bis eine Infrastruktur da ist. Die ist aber jetzt da und jetzt haben wir es mit optimierenden Ablaufprotokollen zu tun, die in unglaublicher Art Dinge vereinfachen können. Und die Entwickler sind da, die neuen Startups denken über alles nach, was wir schon längst tun. Und sie schieben uns einfach aus dem Weg, wenn wir nicht schnell genug sind. Und ein Vorteil, den wir als Branchenmenschen haben, nämlich sie zu kennen, umsetzen in Ideen, die diese Technologie benutzen, weil irgendjemand anders wird es tun. Und wir haben halt gesagt, es ist auch natürlich jetzt erstmalig eine Chance, dass Dinge entwickelt werden können, die nicht Silicon Valley finanziert sind. Du kannst bleiben, wo du bist und kannst das auch mal aus Deutschland heraus machen, finde ich auch sehr schön. Es ist der Zugang zur Internationalität, jeder spricht mit dir, du bist extrem vernetzt. Und wenn du halt eben aus dem Industrieökosystem kommst und es gut kennst und meinen Medien Dings kenne ich ganz gut, dann kannst du etwas liefern, wovon alle partizipieren. Das haben wir gemacht und gehen jetzt damit im Oktober raus. Eigentlich läuft sie schon und dann kann man sehen, was sie tut. Und Media ist nichts weiter als eine andere Form des Lizenzhandels. Das ist ein bisschen komplexer, hat mehr Varianten, sagen wir mal so. Aber das stört die Technologie eigentlich gar nicht. Das ist nicht einfach, aber es ist machbar. Und deshalb denke ich auch, dass sehr bald auch im Mediabereich Entwicklungen kommen werden, die von Kundenseite sofort adaptiert werden. Und die Frage ist, wer überlebt das? Ne? Also dieses Innovate or Die ist halt eben sehr wichtig. Mhm. Ich denke, also dass man warten kann. Wenn ich die richtig verstehe, die erste große Phase in wahnsinniger Schnelligkeit, eine Lizenzplattform basierend auf Blockchain aufzubauen, ist fertig. Und die nächste Phase geht dann möglicherweise auch in den Bereich, wie können wir den gleichen Ansatz hernehmen, um Werbetreibende in die gleiche Geschwindigkeit einfach einzubeziehen. Ja, wir sind angesprochen worden von Mediaagenturen, von nicht Unbekannten, die schon gefragt haben, ob das ein Use Case ist, den sie adaptieren können. Wir sagen, also wir kennen uns sehr gut im Content-Lizenzhandel aus und in den Varianten, die es gibt. Die Media ist etwas anders, aber im Wesen ist es das Gleiche. Ihr müsst halt Entwickler hinsetzen, die quasi denjenigen, die es dann umsetzen sollen, sagen, was sie tun sollen. Ja? Mhm. Welche Schnittstellen müssen sie bauen? Welche Transparenz brauchst du? Welche Informationen brauchst du? Welches Auditing brauchst du? Es ist umsetzbar. Mhm. Und dann kannst du es ja auch testen. Aber ich habe auch gesagt, was klar sein muss, niemand wird es für sich alleine entwickeln. Also du kannst sein, wer du willst. Du musst ein Open-Source-Modell bauen, was danach von jedem auch adaptierbar wäre, zumindest stünden wir so als Lizenzmatrix nicht zur Verfügung, um irgendeinen Blockademarktplatz zu unterstützen. Also wenn eine Mediaagentur das will, dann entwickelt sie letztendlich für alle mit, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn du über 8 Systeme sprichst und über 5000 Varianten, dann geht es halt nicht. Ne? Umgekehrt, Downgrade ist für uns die Musikindustrie, das ist ja viel einfacher, einen Musikfile zu lizenzieren. Haben wir auch gefragt, weil sie sich x-mal schon die Nase blutig gestoßen haben an Entwicklungen. Ich glaube, wir sind anders vorgegangen. Wir sind einfach aus dem tiefen Verständnis unserer Branche heraus vorgegangen und haben die Entwickler genötigt, das zu entwickeln, was wir brauchen. Und so geht es auch. Ne? Mhm. Und wenn man auf die zugeht, trifft man auf innovative Jungs, die sagen, wie geht das bei euch so? Das können wir machen. Mhm. Tina, Christof, der Ansatz für jemanden wie Sanofi oder Nestlé, hört sich das interessant an? Würdet ihr sowas von euren Partnern auf der Agenturseite erwarten? Oder hört sich das vielversprechend an und ist vielleicht noch nicht reif genug für die Komplexität oder die Schnelligkeit der Transaktionen für Medien?
Absolut interessant. Nein, Quatsch. Also es ist natürlich hochspannend. In der Tat ist es extrem spannend. Und es wird kommen. Davon bin ich überzeugt. Ob es in 2 Jahre sind, 3 Jahre, es wird kommen. Und Performance steigt auch von Systemen. Also das, was ich weiß von einigen Tests, dass sie mittlerweile mit Transaktionsgeschwindigkeiten unterwegs sind von 2500 pro Sekunde, damit ist es hochperformant. Ja? Also damit ist das Thema Performance schon mal gegessen. Ich bin nicht so ganz so optimistisch, was das Thema offene Plattformen anbelangt, aus dem einfachen Grund. Nun ist der Markt aufgeteilt auf relativ wenig Player, also die, die wirklich Volumen stemmen. Und wir arbeiten ja in gewissen Ökosystemen. Und die Frage wird dann wirklich sein, werden sich alle Ökosysteme irgendwie einem anschließen? Also wir hatten im Vorfeld hier draußen schon eine heftige Diskussion. Das bedeutet ja, alle müssen das gleiche Interesse haben. Das unterstelle ich erstmal nicht, weil letztlich geht es ja auch um, ich baue mir meinen Markt und entwickle meinen Markt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, möchte ich überhaupt diese Tiefe zulassen? Und wir haben ja heute schon die Tiefe, die wäre ja möglich, sie zuzulassen, aber es ist trotzdem die Bereitschaft nicht dazu da. Ja. Und dementsprechend, da bin ich nicht ganz so optimistisch. Auf der anderen Seite, wenn wir dann wirklich über, ich sag mal, 80%, 90% wären nachher über 5 Plattformen gestemmt, sieht die Welt dann wieder ein bisschen anders aus. Dann haben wir eben vielleicht 5 Systeme. Ist es nicht ganz optimal? Hm. Punkt. Ja. Hm. Tina, in deinen 2 Rollen, Nestlé, OWM. Ja, ich meine, in der OWM haben wir da auch unter den Mitgliedern diskutiert. Ja, für Blockchain gibt es da so eine Vorstellung, die könnte alle Krankheiten der Industrie heilen. Ja, ich weiß nicht, ob die Regie mal das eine Chart öffnen könnte, was wir von der OWM beisteuern können. Ja, genau hier. Also man sieht hier, das ist so die gemeinsame Perspektive von vielen Werbetreibenden. Ja, da geht es darum, dass wir wirklich die Blockchain als eine Chance auch sehen, in verschiedenen Dimensionen, zum Beispiel in der Transparenzfrage, einen Beitrag zu leisten. Ja? Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man nochmal auch bei der Fragestellung anfängt, was sind denn überhaupt sinnvolle Use Cases, die wir jetzt, und da spreche ich jetzt mal als Einzelunternehmen, wir zum Beispiel Nestlé, für besonders wichtig erachten. Ja? Ist jetzt für uns das Wichtigste das Thema, ich nehme jetzt eins, Brand Safety, dass ich also nicht in Umfeldern bin mit meinen Nespresso oder anderen Produkten. Ist das das Wichtige? Möchte ich das als Leistung aus der Blockchain oder möchte ich das, was Christof eingangs nannte, möchte ich Kosten reduzieren, ja, dass ich eben heute einen Werbeeuro einsetze und heute kommen vielleicht nur 30 Cent irgendwo in der Umgebung an und dazwischen sitzen x Kosten und vielleicht kann ich da Kosten reduzieren. Ja. Und ich glaube, es wäre wichtig für uns alle, nicht Blockchain so als Großthema-Lösung für alle Marktpartner, für alle Fragen, für alle Themen zu nennen, sondern wirklich jetzt auch im Markt tiefer einzusteigen, Use Cases zu definieren auf Anbieterebene oder auf Agenturebene oder auf wie auch immer thematischer Ebene und dann wirklich auch mal richtig reinzuarbeiten, ja, in die Technologie, wie Sie das vielleicht oder ihr das vielleicht auch gemacht habt. Ja. Absolut richtig. Also Use Cases sind elementar. Es gibt auch Bereiche, wo Blockchain-Technologie absolut überflüssig ist. Braucht man einfach nicht. Aber sich die Mühe zu machen, das zu denken, halte ich für wichtig. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Anwendungen. Also ja. Supply Chain ist eine ganz andere, genau. Eine andere Blockchain-Idee, ja. Als die Verteilung von Media-Geld in oder einer Effizienz. Beides ist aber ein sehr interessanter Use Case, also gerade für Unternehmen irgendwann wahrscheinlich zwingend notwendig, eine gewisse Produkttransparenz auch herzustellen, weil einfach der Kunde danach fragen wird und einige werden es anbieten und wenn du es nicht tust, dann bist du da nicht transparent. Also transparent kann auch ein bisschen zur Notwendigkeit werden. Mhm. So im Bereich des Einsatzes von Marketingmitteln, Werbung und dies und das,
geht es eher darum, Abläufe zu beschleunigen und dadurch natürlich in der Verwertung oder in der Kostenkette effizienter zu werden. Ja? Genau, und natürlich mehr in Werbung einsetzen zu können. Das ist genau die Frage. Wenn ich jetzt in dieser ganzen Kette, die der Christof beschrieben hat, x Anbieter habe, die mitverdienen, y Anbieter, die intransparent noch Geld sozusagen ziehen, die haben wahrscheinlich ja alle kein Interesse an einem System, wo das in der Transparenz geführt würde. Ja, so, da können wir nichts erwarten, finde ich. Selbst oder? Die großen Publisher, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, warum sollen sie, eine Transparenz momentan zulassen, die sie eigentlich zulassen könnten, schon heute? Warum sollen sie in der Zukunft zulassen? Also klar, es wird irgendwann, aber die Welt wird transparenter werden in dem Kontext, aber es wird nicht das Allheilmittel sein, um überall volle Transparenz zu bekommen. Und Messbarkeit, das wird einfach nicht passieren. Ja? Auch wenn, ich sag mal, wir vielleicht dann im Zweifel von 60% Transparenz auf oder 50 auf 80 kommen. Mhm. Ja? Und wir haben eine unglaubliche Dynamik in diesen ganzen Entwicklungen, wo es unglaublich schwer ist, heute einfach zu sagen, in 2 Jahren werden wir dort stehen. Und im Zweifel wird sich das vielleicht. Wird es eine Gabelung geben und dann entwickelt es eine in die Richtung, das andere in jene Richtung. Ja, nochmal, also Allheilmittel, das ist ja auch der Quatsch. Weil das ist auch zu komplex. Es gibt Anwendungsgebiete, die optimierbar sind und da liefert dieser technologische Ansatz eine Möglichkeit. Ja. Und man sollte sie nutzen, weil sie einfach da ist. Und das ist ungefähr so, als ob ich sagen würde, ich fahre nicht Auto. Ja, und die ganzen, obwohl ich schneller zum das hört sich ein bisschen radikal an, aber diese ganzen Wegelagerer, die ich gebe Geld aus, und irgendwas kommt hinein und dann sitzen dann so 50 Wegelagerer und jeder hält die Hand auf und sagt, aber ich liefere dir noch etwas, was du noch überhaupt nicht weißt. Und diese Wegelagerer einfach aus dem... Einfach ich würde sagen, an dem Zeitpunkt, das ist wichtiger auch nochmal, die Karin in das Gespräch mit hineinzubringen. sprichwörtlich in der Mitte zwischen zwei Fronten hier baut sich da ein interessanter Anforderungskatalog von Marken auf und auf der anderen Seite ein Beispiel einer Anwendung, wie Blockchain eine Plattform unterstützen könnte. Was sind deine Reaktionen zu dem Gespräch? Ja, also ich sag mal, die Haltungen und die Positionen sind alle erwartet und alle Player im Markt haben sozusagen... Ihr seid nicht Wegelagerer in dem Kontext. Ihr seid nicht der Wegelagerer. Nein, genau. Deswegen sage ich ja, also, das ist sozusagen... Die Komplexität, die Systematik mit sich gebracht hat, ist mittlerweile an einem Grad, wo einfach eben genau das passiert, von einem Euro kommen 30 Cent an. Kann das in irgendjemandes Interesse sein, der diese Industrie betreibt? Nein. Ne? Und genau da gilt es eben, deswegen eben auch das Wort Konvention zum einen, aber eben auch zum anderen der Punkt, es wurde gesagt, ne, eigentlich braucht Blockchain eine Community. Eine Community bedeutet, ich habe sozusagen eine konsolidierte Plattform, die im Bestfall auf Basis von konsolidiertem Verständnis passiert. Und dann gibt es ja hinten raus eben noch gerade, wenn man im Programmatischen denkt, bis zu 7.500 Transaktionen pro Sekunde ist für Einzelbereiche gut und smart und richtig. Wir sprechen aber im Programmatischen von mehreren Millionen Requests pro Sekunde. Und wenn man als Ad-Server-Betreiber unter 100 Millisekunden fällt oder über 100 Millisekunden kommt, wenn ein Request sozusagen reinkommt, dann fliegt man raus aus den top-gerankten Ad-Servern, weil natürlich die Geschwindigkeit da key ist. Das sind eben alles noch Dinge, die es meines Erachtens zu bewerkstelligen gilt. Wo aber einfach die Technologie ausgebaut, genutzt, evaluiert werden sollte, an diesen Use Cases gearbeitet werden sollte, aber unsere feste Überzeugung ist, es wird nur als Aggregat funktionieren und eben nicht als individueller Strang. Und da braucht es eben auch das Buy-in von allen Playern und sozusagen erstmal die Offenlegung der Wegelagerer. Aber ihr könnt ja vorne wegreiten, ja? Das fehlt halt ein bisschen. Ja. Ja? Nehme ich als Challenge mit. Ja, gut. Interessantes Fazit. Gartner hat geschrieben, 2017 war das Jahr, wo ca. 82% der Investitionen in Financial Services gegangen sind im Zusammenhang von Blockchain. 2018, unser Jahr, nur noch 42%. Man sieht Handel, Logistik, Versicherungswesen, Gesundheitswesen am Experimentieren. Wird 2019, 20 das Jahr, wo wir auf dieser Liste das Mediengeschäft sehen? Hendrik?
Ja, also das du bist schon dabei. 2018 schon der Fall sein, zumindest in einer Anwendung. Ja, aber wirklich on scale. Ja. Nicht vor 2020. Okay. Ja. Aber ich also möchte ich noch weiß, ein Schlussplädoyer hier mal bringen. Diese Industrie ist so langsam. Also was Technologie extrem schnell, was Technologieadaption anbelangt, unglaublich langsam. Ja. Ich würde gerne noch mal so einen Schluss finden von unserer Seite. Also wir haben ja so viele Herausforderungen in dem digitalen Universum. Wir sollen uns jetzt also mit künstlicher Intelligenz und mit Voice und so allem noch weiter beschäftigen. Und mir wäre es eben sehr wichtig und ja auch bei uns bei OWM, wenn diese Basics, ja, die Basics sind Brand Safety, Viewability, Transparenz, Ad Fraud, ja, wenn die besser gelöst werden. Das würde uns allen so helfen, dass wir uns mehr um die kreativen Themen kümmern können. Ja. Zu einfach. Zu einfach. Ja, also muss man erst das nächste Level, um die anderen Probleme zu lösen. Ja, gut. Wunderbar. Unsere Zeit ist vorbei. Eine Runde Applaus für Hendrik, Karin, Tina und Christof. Vielen Dank. What a great panel, ladies and gentlemen. Give a big hand for Hendrik Hai, Christof Baron, Karin Libowitzki, Tina Beuchler und the host, Thomas Müller.